Vielen Dank, Herr Präsident. Wenn man sich hier den menschenverachtenden Unsinn der Rechten anhören muss, da kann einem schon ziemlich übel werden. Aber so richtig schlecht wird einem erst dann, wenn man weiß, dass die europäischen Regierungen dieses Verachten gegenüber Menschen in Not auch noch in Politik umsetzen wollen und sich vor der extremen Rechten und ihrem fremden Hass in den Staub werfen. Und noch übler wird es, wenn sich dann hier einige von den Regierungsparteien, liebe Terry, auch du, hinstellen und ihr dann so tut, als hättet ihr mit diesem Angriff auf das Asylrecht so gar nichts zu tun. Von Solidarität reden, aber Entsolidarisierung vorantreiben, das ist schon ziemliche Heuchelei. Und nach den fürchterlichen Bildern aus Moria hieß es hier in diesem Haus noch vereint, nie wieder Moria. Doch jetzt sollen an den Außengrenzen der EU ganz viele neue Morias entstehen. Das gemeinsame europäische Asylsystem ist de facto ein Recht, schafft de facto das Recht auf Asyl ab und ist ein Frontalangriff auf Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Schnellverfahren unter haftähnlichen Bedingungen, die auch für Kinder gelten sollen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie groß der Aufschrei in der Europäischen Union war, als Donald Trump veranlasst hat, dass Kinder an der Grenze zwischen Mexiko und den USA eingesperrt und in Lager gesperrt werden. Und jetzt plant die Europäische Union genau das Gleiche, auch mit der Zustimmung Deutschlands. Und die Ampelregierung SPD, FDP und Grüne betreiben genau dieselbe Politik. Und da hilft es auch nichts, vor den Problemen die Augen zu verschließen und den Kopf in den Sand zu stecken, indem man die Schutzsuchenden zukünftig einfach in andere Staaten wie Tunesien abschiebt und denen dann natürlich auch noch einen Haufen Geld dafür überweist, dass sie die Probleme lösen. Diese Deals sind schmutzig und machen die EU erpressbar. Wer ein wahres Interesse daran hat, den Menschen zu helfen, beendet die falsche Handelspolitik und die anhaltende Zerstörung des Klimas und lässt nicht zu, dass Rüstungskonzerne fürstlich daran verdienen, dass ihre Waffen in Krisen- und Kriegsregionen zum Einsatz kommen. Und wenigstens mit einer Aussage war die zuständige Kommissarin Johansson und damit auch die Kommission ja ehrlich. Es geht hier einzig und allein darum, die Anzahl der Asylsuchenden zu reduzieren. Es geht ihr nicht darum, ein solidarisches Asylsystem zu schaffen, Menschenrecht zu schützen und die Mitgliedstaaten und aufnahmewillige Kommunen zu entlasten. Diese Asylreform ist die reinste Bankrotterklärung europäischer Politik.